Brand. Sehen, ob noch einer kommt. Ne, so viele dürfen es nicht mehr sein. Ich würde mal auf 5 oder 6 noch schätzen, die hier rumlaufen. Und einige von denen sind stationär. Ich kann mal in den Club hier reingehen. Ob hier irgendwas los ist. Ne, schaut nicht so aus. Oh doch. Darren, ja. Ihn kennen wir doch noch. Yo. I could use a hand here. Ach, und die Jungs muss man auch noch erledigen. Knaller. Ja, die beiden Jungs verstehen sich richtig gut. Wow. Was ist das hier für Holzplatten? Ja, die Typen kommen jetzt hier hin und versuchen mich totzuschlagen. Was für ein Knaller. Wait a beat! Hey, they don't call him magic for nothing. Was soll das denn? Zieh sich aufs Klo? Wo ist denn hier der. Aha. Wo ist denn hier der Schrank da? Ready? Yo! So. Ah, das ist cool. Über den Barkeeper hinweg jemanden abknallen. Fast filmreif. Ready. Okay, what's this? Oh, ein Colt Commando hat er dabei. Und Geld. Das Geld interessiert mich jetzt natürlich so ein bisschen. Gucken, wie viel das ist. Oh, 15.000. Das sind die, die ich ihm gegeben hatte. Vielen Dank. Holen wir uns die wieder. Die durch so ein. Die er mir nicht zurückgegeben hatte, obwohl ich sie rechtmäßig gewonnen hatte eigentlich. Na gut. Ready. So. Okay. Die feige Sau hier hatte sich. Weil ich das gesehen habe hier auf dem Kluft. Ah. Ja gut, hier im Lichtkegel stehen zu bleiben war, glaube ich, nicht die allerklügste Idee. Das muss ich eingestehen, dass es echt nicht die klügste Idee war. Bummer. Ah, da ist er ja. Was macht er jetzt? Wir sind tatsächlich kaputt auch. Ready. Aber wir kämpfen zum Glück nicht fair und deswegen ballern wir ihn über den Haufen. Problem solved. Standing by. 10-4. Nuts. So. Auf. Zack. Ja. Guck mal, ob Grunty den Rest erledigen kann. Nein. Nochmal. Schade. Yo. Ja. Yo. Got it covered. Vielleicht. Er ist aber hinten nicht oder so. Kann ihn treffen. Nee. Oh, jetzt kriegt er vielleicht. Okay, hier stelle ich mich jetzt noch ein bisschen doof an, aber. Ah, warum dauert das so lange? Irgendjemand macht was Doofes. Yo! Standing by! Nuts! Und selbst wenn diese Typen treffen, es kostet alles fast gar keine Lebenspunkte. Dank der guten Rüstung. Ja. Die wir benutzen. So. Kabam. Yo. Wunderbarer Treffer. Room to grow. Und Grunty verbessert sich auch noch in der ganzen Geschichte. Okay. Mit der Waffe. Ready. Die Waffe wollen wir gar nicht haben. Wo ist denn sein Schrank? Oder hängt er jetzt direkt bei ihm? Bei Kingpin direkt rum? Für diese Zeit. Ich glaube schon. Ist ja noch ein ganz gutes Stück zu seiner Villa hier unten. Das ist ja dieses längliche Ding hier unten, soweit ich das recht in Erinnerung habe. Ready. 10-4. 10-4. Brand. Okay. Ja. Magic kommt ebenfalls raus. Brand ist schon bei 88. Standing by. Ja, hier unten war, glaube ich, die Residenz. 10-4. Ah, kurz mal gleich alle sammeln, nachdem
Echtzeitmodus wieder angelaufen ist. Standing by. Be cautious. We have unfinished business lurking in this sector. Ja. Kurz. Yo. Bandagen anlegen für die Leute, die es brauchen. Okay, warum funktionieren wir? Ja gut, dann kannst du halt einfach hier rumstehen. Und das hier ebenfalls noch. Yo. Jetzt wieder Waffen in die Hand nehmen, durchladen. Standing by. Ready. Ja. So. Ready. Wunderbärchen. Dann gucken wir doch mal, ob wir noch jemanden finden. Ich nehme an, dass hier in irgendwelchen Fenstern oder so noch einer rumlauert oder so, eventuell. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ah, noch besser. So mitten auf dem offenen Feld finde ich immer super. Für mich. Also nicht für ihn, aber für mich. Bandit! Heard something. Yeah. Ready? Ooh. Raven Tushy. Ich habe lange keinen explodierenden Kopf mehr gesehen. Raven's the best. I'd rather have her in my court than anyone else. Ja, ich glaube, ich habe so langsam schon so ein richtig gutes Chemie-Team hier. Ready? Ich schade, dass Thorn gemacht ist. Den habe ich sonst wirklich als Arzt immer super gerne im Team gehabt. Kannst sonst jemanden übernehmen, Arzt? Nee. Aber das kann man ja trainieren. Ja, genau, hier sowas habe ich eigentlich noch erwartet. An Typen, die hier rumlaufen. Zack. Und. Ich nehme an, dass im linken Haus ebenfalls noch sowas Ähnliches auf mich wartet. Was hat Kingpin denn nochmal? Was so ein wehrhafter Typ oder nur, keine Ahnung, fettes Schwein, das darauf wartet, der Schuss zu werden. Es gab ja noch einen anderen Quest, den man mit Kingpin machen konnte, und zwar in das, worum man auch schon in Kizena gebeten wurde. Gibt es halt zwei Lösungsmöglichkeiten, und zwar so ein Heiligen Kelch zurückholen, der im Museum in dieser reichen Stadt im Südosten, Berliner, glaube ich, oder so, ausgestellt ist, zu klauen. Und den kann man dann entweder für Geld nach Kingpin bringen oder für Loyalität nach Kizena in ganz Arulko. Man kann natürlich auch beides absahnen, wenn man sich Kingpin auch anstellt. Also ihm das Ding zuerst geben, ihn dann umholzen und dann. Und es dann den Zivilisten bringen. Ihn umholzen ist übrigens, wenn man ihn sich noch nicht durch das Klauen seines Geldes zum Feind gemacht hat, relativ leicht. Also, die schmutzigen Tricks, von denen ich geredet habe, dieser schmutzige Trick wäre in dem Fall. Wäre in dem Fall, man stellt sich neben ihn und lässt nicht auf ihn, aber in seine Nähe eine Senfgasgranate fallen. Da reagiert er nämlich nicht feindlich drauf, verschwindet dann und lässt ihn langsam sterben. Yo. Wie gesagt, das ist sehr billig, sehr günstig, wenn man das so macht. Ja. So. Who do I look like? Siegfried and Roy? Ja, so siehst du aus. Jedenfalls wie einer von den beiden. Noch Magic, noch ein Schuss. Kriegt. Er sieht ihn auf jeden Fall schon mal. Ha, sehr gut. Good stuff. Das sollte dann. Ah, das ist er, glaube ich. Seine geile Waffe. Noch einen in den Kopf. Wollen wir mit ihm reden? Weit weg. Ready. Aber Magic wird sich jetzt um ihn kümmern. Und ihm einfach in den Kopf schießen. Oh, das ist seine persönliche Wache. Das ist nicht mal der
Türsteher hier. Wo ist denn der? Läuft er nicht mal irgendwo rum? You gotta like that. Der ist erledigt jetzt, glaube ich. Soweit ich weiß. I would not go crazy.